So Leute, willkommen zurück zu Dishonored, The Knife of Dunwall. Ja, im letzten Part haben wir Daud kennengelernt, beziehungsweise ich kannten wir ihn ja schon aus dem Hauptspiel, für den Fall, dass ihr es gesehen habt. Wenn nicht, dann habt ihr Daud erst jetzt kennengelernt. Ja, wir sind der Mann, der die Kaiserin ermordet hat. Ist das nicht wunderbar? Ja, durchaus. Und wir haben vom Outsider einen Namen bekommen, Delilah. Und nun hat uns eine Informantin von uns, Billy Lurk, die auch ab und zu mal immer wieder auftaucht und uns ein bisschen erschreckt, ein, zwei Sätze erzählt und dann wieder verschwindet, ausgeguckt, dass es hier in dieser in diesem Schlachthaus wohl ein Schiff mit Namen Delilah gibt. Und ja, nun setzen wir, also Daud, alles daran, eben auf dieses Schiff zu gelangen. Das ist allerdings etwas schwieriger, als ich mir das anfangs vorgestellt habe. Und deswegen bin ich auch schon ein, zweimal fast erwischt worden. Wer hätte das... Ah, hier ist so eine Walöltank-Füllstation. Was ein Wort, ne? Walöltank-Füllstation. Noch nachreinsetzen, Walöltank nachfüllen, na egal. Auf jeden Fall, es macht Walöltank voll. Das ist das, was wir wollen. Denn wir brauchen einen Walöltank, um den Kran da hinten zu betreiben. Wir können nämlich oben ins Schlachthaus einsteigen, wenn wir ganz viel Glück haben und uns jetzt auf dem Weg zurück keine Wache sieht. Aber ich denke mal, hier dürften noch keine mehr rumlaufen. Da vorne liefen vorher zwei so fleischklöpsige Fleischer rum. Fleischer halt einfach. Und ja, die haben wir vorher ausgeschaltet aus einer unglaublichen Entfernung. Zumindest den da hinten. Aber ich glaube, das war es auch schon hier an... naja, Gegner sind es ja nicht wirklich. Ich habe halt keine Ahnung, ob die mich ja, jetzt hätte ich einen kurzen Weg laufen können, egal. Ob die mich verpetzen, wenn die mich sehen, oder ob die dann direkt zu den Wachen rennen und sagen, guck mal da, da ist einer. Oder ob die die Schnute halten. Ich weiß es halt nicht, deswegen bin ich da lieber mal vorsichtig und vergeude ein paar wertvolle Betäubungsbolzen. Denn die sind tatsächlich wertvoll. Wir haben hier nicht so viel Geld. Ich meine, im Hauptspiel haben wir ja Geld gehabt en masse, ne? Da gab es ja irgendwie gar keine Probleme. Und hier ist das alles ein bisschen anders. Ja, okay, wunderbar. Das hat genau das, hatte genau das Ergebnis, das ich erwartet hatte, beziehungsweise erhofft hatte. Und jetzt können wir hier einsteigen. Wunderbar. Schlachthaus betreten. Ja, bitte. Ja, speichere möglichst oft. Ja, ihr kennt mich ja, ich speichere so gut wie gar nicht. Ja, dann ist es halt manchmal einfach so. Rothwell soll ziemlich stur sein. Ich schätze, ihn bloß zu fragen wird nicht klappen. Wir müssen uns was Überzeugenderes einfallen lassen, um was rauszukriegen. Er ist bestimmt in der Nähe seines Büros. Wir sollten dort anfangen. Ja, Leute, das war Billy Lurk. Wie gesagt, sie taucht einfach ab und zu mal auf, gibt uns ein paar Tipps. Oder erschreckt uns ein bisschen und ich höre eine Rune oder ein Knochenartefakt. Also wahrscheinlich eine Rune, denn Knochenartefakte hat der liebe Daud, soweit ich das weiß, gar nicht. Ja, wie gesagt, sie taucht ab und zu mal auf, gibt uns ein paar Tipps und verschwindet dann wieder, wohin auch immer. Daud? Okay. Der Kühlraum ist ein improvisiertes Verhörzimmer. Vielleicht hilft das bei unserer Mission. Ja, guter Einfall, aber eigentlich möchte ich mich nicht auf die Stufe runterlassen, dass ich ihn irgendwie foltere oder so, damit er uns erzählt, was wir wissen wollen. Ah, eine Rune, sehr schön. Ja, das ist wunderbar, denn jetzt, ups, das war das falsche Menü, denn jetzt können wir den Blick ins Nichts verbessern und das ist schon mal sehr hilfreich. Gibt es da nur, ja, da gibt es nur zwei Stufen, sehr gut. Okay, dann wird jetzt gespart auf Teleportieren, denn ich bin ja ziemlich verwöhnt vom Hauptspiel, denn Corvus teleportieren war ja dann auf Stufe 2 wirklich extrem gut. Gut. Und ja, Dauds Teleportation ist eher so mittelmäßig, sage ich mal. Jetzt so in der ersten Stufe kommt man halt nicht so furchtbar weit mit. Aber, dass wir jetzt schon den Blick ins Nichts auf Stufe 2 haben, ist schon mal sehr gut. Denn jetzt werden uns Objekte und Personen in unserer Umgebung hervorgehoben. Das hilft schon mal einiges, würde ich sagen. Ich denke, es ist auch okay, das einzusetzen, gerade wenn man irgendwie auf einem sehr schweren Schwierigkeitsgrad spielt, ohne HUD etc. pp., so wie ich das ja mache. Denke ich mal nicht, dass es das dann irgendwie auch zu einfach machen würde oder so. Also, ich meine, ihr habt es ja gesehen im Hauptspiel, wenn ihr es dann gesehen habt. Ich hatte genug Fails, mehr als genug sogar.
Es hört sich an, als würde irgendjemand an Gitterstäben rumsägen oder feilen. Ja, ist wahrscheinlich auch genau das. Ja, jedenfalls, ich hatte mehr als genug Fails. Und gucken wir mal, ob wir da runterkommen, unbeschadet. Okay. Hey, schon auf dem Stuhl gewesen. Ja, ich hab aber gleich unterschrieben. Mr. Rothfeld muss den nicht machen. Er hat mich da. Was für ein kranker Wichser. Ja, entschuldigt bitte den Ausdruck, aber wirklich mal. Was sind das bitte für kranke Schweine? Ja, und jetzt wieder ganz normal Arbeit machen. Ja, auch hier wird es einem wieder nicht leicht gemacht, die Typen nicht einfach alle abstechen zu wollen. Ja, das ist der Sinn der Geschichte, ne? Soll ans andere Ende des Kaiserreichs geschickt werden. Ist für lebendige Fracht vorgesehen. Könnte man dran überleben, mit einem schnellen Schiff. Für wen die wohl ist? Wenn man da reinsteckt, den ist man bestimmt für ein paar Monate los. Könnte sein, dass Slackjaw die Pendleton-Brüder ja in solchen Kisten verfrachtet hat. Und sie irgendwo nach Tyria verfrachtet hat, oder nach Serkonos in ihre eigenen Minen. Ja, aber genau das ist der Sinn der Sache. Deswegen ist das so übel dargestellt. Einfach damit man die Typen hassen will. Damit man sie hassen muss, quasi fast schon. Naja. Oh Gott, ich will denen echt nicht begegnen, den Kerl mit ihrer fetten Säge da. Also. Nein. Ich hab jetzt echt ein bisschen Respekt vor denen. Nicht Angst, aber Respekt. Okay. Wir haben Betäubungsbolzen. Ja, am liebsten würde ich sie, wie gesagt, einfach. Oh. Ich sehe mich nicht. Ja, ich habe vorher festgestellt, ich habe mal ganz kurz in die Hilfe reingeschaut, einfach mal aus Interesse. Da habe ich festgestellt, wir haben sowas, das nennt sich Narkominen. Das sind einfach Minen, die machen Ziele bewusstlos. So. Dass da ein Pfeil reicht, ne? Bei diesen riesen Typen, da könntest du meinen, bräuchst du irgendwie drei oder so. Na gut. Ja, aber Dauten packt sich den Typ, ne, und schleppt ihn halt einfach mal so weg. Wäre nicht irgendwie so, dass der mal mindestens 100 Kilo wiegen würde. Nö. Daut stemmt das, kein Problem. Ja, wir können das, ist klar, wir können das Teil nehmen, ne. Super. Ja, nee, also, nein. Das passt nicht nur nicht zu meiner Spielweise, sondern ist auch noch ziemlich barbarisch irgendwie. Weiß nicht, stehe ich nicht so drauf. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe ein Problem mit Gewalt in Spielen oder so. Ist nicht so. Werdet ihr wahrscheinlich bei zukünftigen Let's Play-Projekten auch noch zu Genüge sehen. Pixelblut wird es ordentlich geben, denke ich mal. Nein, wir bleiben bitte. Aber ja, wie gesagt, in so einem Spiel ist das halt einfach nicht so meine Art, nicht so meine Spielweise und deswegen. Nö. Okay, was gibt's hier noch? Ich habe noch einen Gegenstand. Oh ne, ernsthaft Munition. Dafür bin ich jetzt wieder hier hoch. Na gut, egal. Dann haben wir die wenigstens. Für den Fall, dass wir sie mal brauchen. Ich hoffe ja nicht, dass der Fall eintritt, aber. Man weiß ja nie. Ne? Man weiß ja nie. Okay, da hinten kommt Alex hier. Arme Sau, ey, ne? Der den einfach mal. Einfach mal den Brustkorb geöffnet. Also, ja, man sieht es zwar nicht, aber von der Position her, wo er reingesägt hat. Hi. Alles klar? Ja, bestimmt. Vorne stehen ja schon wieder zwei rum. Okay, dann kommt der hier mal zusammen. Ja, man kann halt echt nicht klettern auf der Teleportations-, mit dem Zauber auf Stufe 1, ne, wenn man eben einen bewusstlosen. Ja gut, den könnt ihr gerne vernaschen, ne? Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber wenn ich jetzt hier gerade sehe, dass da jetzt tonnenweise Ratten auftauchen und hier die Leichen weggenommen, dann werde ich da mal vorsorglich kurz ein bisschen was dagegen unternehmen, dass die mir nicht hier auch die Typen wegessen. Denn Ratten können, soweit ich weiß, nicht auf höher gelegene Objekte, beziehungsweise nicht auf Kisten oder so drauf. Also jetzt hier im Spiel, ob sie es in der Realität können, keine Ahnung.
Aber hier geht's nicht und deswegen, wenn man die Leichen da oben, beziehungsweise die Bewusstlosen da oben ablegt, dann bleiben die in der Regel auch davon verschont, von einem Schwarm Ratten aufgegessen zu werden. Was ich doch schon sehr begrüße, denn das versaut mir die Statistik. Das will ich nicht. Nö, 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 möchte ich nicht. Okay. Sind noch da die Typen? Ja, die stehen da hinten. Hab ich mir mal hier eben das Essen. Okay, ja, warte mal. So. Ich habe noch zwei Betäubungsbolzen, das bedeutet, die müssen beide perfekt sitzen. So, zack, einmal. Zack. Oh, 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 oh. Saß der? Jawohl. Boah, hab ich jetzt gerade einen Schreck gekriegt, ne? Als der mit dieser Säge auf mich zugerannt ist. Dachte mir so, scheiße, jetzt ist es vorbei, ne? Aber nee. Der Pfeil hat nur ein bisschen später gewirkt. Gut. Ich kann die Typen nicht nehmen. Doch, kann ich. Wollte gerade sagen. Okay, ja, dann nehme ich die auch mal eben hier oben drauf, einfach, damit die Ratten da nicht rankommen. Und sich an denen gütlich tun, denn das käme mir sehr ungelegen. Okay. Boah, Leute. Diese Typen, ne? Also, ne? Die... Einfach krass. Eine Wahlvivisektion. Okay, könnt ihr lesen. Ich glaube, das hatten wir auch im Hauptspiel schon mal, das Buch. Bin mir aber nicht mehr sicher. Kühlraum. Ne? Was ist denn das jetzt? Okay, was immer das gewesen ist. Ich habe halt keine Ahnung, was das jetzt war. Hat's halt einfach genommen. Na ja, gut. Na gut, ich denke, wenn es was Wichtiges gewesen wäre, hätten wir es schon erfahren. Anton Sokolovs Labortagebuch. Ah, das lese ich eben kurz. Das kenne ich nämlich auch selbst noch nicht. Beziehungsweise ich überfliege es, aber ihr könnt es dann lesen. Ich lese es jetzt nicht vor. Okay. Gut. Ja, Vivisektion, sowas finde ich auch ein bisschen nicht so. Das ist halt schon ein bisschen krank einfach, ne? Oh. Ich weiß, was das ist. Ja, wisst ihr, seht ihr, was ich meine? Ein improvisierter Verhörstuhl. Den benutzt Rothwell bestimmt für seine Arbeiter. Danke, Biddy. Dafür musstest du mich jetzt so erschrecken. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Meine Güte, er taucht sie einfach mal auf. Halleluja, ey. Arbeiterunterschriften. Ich, der Unterzeichner, verpflichte mich, von allen Verbindungen zu einer Gewerkschaft und von Gesprächen über eine solche Abstand zu nehmen und sofort Mitarbeiter zu melden, die Gewerkschaftsinteressen vertreten. Ich stimme zu, dass allen Beschwerden von Boundary Rothwild und seinem Personal offen und gerecht nachgegangen wird. Gerald Harper, Richard Moser, J.A. Mandalay, Sylvia Proctor, Lawrence Spinner, Maddie Cranston. Ja. Ganz schöner Sack, ne, der Typ. Der hier so eine Art Folterstuhl für seine Mitarbeiter, die das nicht unterschreiben. Ich begreife nicht, dass er nicht einfach sagen kann, so, ja, wer es nicht unterschreibt, wird entlassen. Aber dass man die Leute dafür gleich foltern muss, ich weiß ja auch nicht. Das ist doch schon eine ziemlich seltsame Vorgehensweise in meinen Augen. Aber gut. Da liegt eine Rune. Hätte ich gern, wie komme ich da hin? Muss ich irgendwie gucken, dass ich da runterkomme. Jetzt in den anderen Teil. Und für alle Streikenden gilt weiterhin mein großzügiges Angebot. Halber Lohn und ein Dutzend Peitschenhiebe. So ein Drecksack, oder? Ja, echt jetzt. So ein Drecksack. Ist klar. Sparen wir uns mal das ganze Geld hier. Denn Geld ist gut. Vor allem für uns. Okay, der Typ ist woanders. Ah, okay, jetzt kämen wir hier auf Sperone. Das ist sehr gut, denn die möchte ich wirklich gerne haben. Wie gesagt, ich möchte unbedingt teleportieren verbessern. Ah, okay. Wunderbar. Was haben wir hier, Jungs? 3 von 6 haben wir. Nein, das war der falsche Zähler. Danke. Oh Gott. Nee. Das sind keine Menschen. Ich wollte gerade sagen, das sind wahrscheinlich irgendwelche Wahl. Teile, die hier rumliegen und verrotten. Dachte ich gerade schon. Aber gut, bringt ja nichts, ne? Was hätte er denn davon, wenn er seine Arbeiter einfach mal umbringt und dann die Leichen hier unten entsorgt? Schließlich braucht er ja Leute, die für ihn arbeiten. Denn ich glaube, alleine kann er das hier nicht wirklich führen. Ja, jetzt ist es problematisch, denn wir haben keinerlei Betäubungsbolzen mehr.
Mensch, gib mir doch jetzt direkt mal Grund zur Sorge. Ihr habt ja gesehen, was hier noch rumrennt an. Ja, ich nenn's mal Personal. Okay, hier gibt's wieder einiges an Zeug. Alles mitnehmen. Ja, das wird normal, das wären normale Bolzen gewesen, sonst schätze ich mal. Ja, Brandbolzen, ihr braucht's halt. Was ist das hier? Arbeiten mit der Fleischersäge. Ja, könnt ihr lesen? Ja, bei den Büchern, die ich selbst noch nicht kenne, da überfliege ich es dann eben halt noch kurz. Okay. Aber gut, wir haben noch diese Narkominen, ne? Vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, können die uns mal ein bisschen aus der Patsche helfen. Oh, es gibt doch noch ein Artefakt. Okay. Ah, wir hatten nur keins, gut. Das Trinken von Wasser hin bringt dir eine kleine Menge Mana zurück. Hier nehmen wir mal, wir haben es ja an Platz. Okay, na gut, ist natürlich nicht schlecht, dass die... What do we do with the drunken whaler? Ja. Dass es die Knochenartefakte hier auch gibt. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, nice. Ey, die Typen stehen jetzt auch viel öfter beieinander hier im DLC und... What shall we do? This Dragon King won't come. Was sollen wir mit ihnen machen, nein, bleib weg. Boah, jetzt hat er mich gesehen mit seiner riesengroßen Säge da. Boah, meine Güte. Ja. Diese Typen, ne? Ich wette, wenn die mich einmal erwischen mit ihrer komischen Säge, ein Hieb mit dem Teil und ich bin direkt Geschichte. Hab ich's wieder gesehen. Mal dort. Meine Säge und du, ihr werdet euch mögen, wenn ich dich finde. Ja, wirst du dich aber nicht finden. Natürlich. Ich glaube, ich hinten nicht. Gott sei Dank. Meine Güte. Diese Typen, ne? Ja, stell dich du mal nicht so an. Ich weiß halt nicht, was das hier ist. Also, ob das so eine Narkomine ist. Oder. Ja, aber dumm aussieht, der ist tot, Ob das hier so eine Narkomine ist oder nicht, ich hab halt keine Ahnung, was das ist. Ich werf's einfach mal. Was? Die interessiert das gar nicht? Was soll das denn? Das ging nicht vorbei! Oh. Das ist jetzt schlecht, das ist jetzt richtig schlecht. Oh, Leute. Ja, warum komme ich denn da auch nicht hoch, Mensch? Oh, das war jetzt richtig schlecht. Was zur Hölle? Ich dachte, die Dinger sind... Oh, der hat mich gesehen. Oh, der hat mich gesehen! Bleib weg von mir, du kranker Drecksack. Oh, die kommen hoffentlich nicht durch diese Tür hier. Meine Fresse. Was? Kommst du gerade her? Oh, da komm ich mit dem... Ja. Jetzt ist das dabei. Ich will das dann. Boah, Leute. Das ist aber auch assi. Ernsthaft. Meine Güte. Ey, die Typen mit diesen Sägen, ne? Wenn die dich einmal gesehen haben, die lassen nicht mehr von dir ab. Oh ja, gut, okay. Ist jetzt nicht so tragisch, aber... Ja, blöd ist es dennoch, ne? Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn... Dann kriege ich da nochmal sowas wie eine zweite Chance, würde ich mal denken. Da vorne steht schon wieder einer. Stehen die Typen denn hier überall rum? Die sollen arbeiten. Meine Güte. Da rumstehen. Ja, können.
Das sind halt normale Granaten. Vier wird, denke ich mal, sind Brandbolzen. Ja, ich habe halt echt nichts, womit ich die nur betäuben kann gerade. Das finde ich ziemlich käsig, ehrlich gesagt. Da ist auch schon wieder eine mit so einer Säge. Okay. Das bedeutet, ich habe ein Problem, denn ja, ich komme halt nicht an den ran, der links steht. Wenn der andere mit seiner Säge hier rumläuft. Kranke Drecksack, ne? Ich will ihn jetzt auch nicht einfach hier von hinten abwürgen, denn wenn der sich hier wieder umdreht, ne? Ich denke mal, Zeit wäre genug. Der wegläuft, bis der wieder zurückkommt. Da ist ja schon einiges an Zeit dazwischen. Der läuft ja relativ langsam. Logischerweise in so einer Montur. Okay. Nee. Ist klar. Der läuft jetzt hier um die Ecke. Nice. Nee. Komm, lauf wieder vor, Mensch. Ach, jetzt läuft er hier rum. Kann sie sich mal entscheiden, bitte? Naja, gut, Leute, die Zeit ist vorbei. Ich muss hier nochmal eine Pause machen und ja, ich beende diesen Part und sage bis zum nächsten Mal mit Dishonored, The Knife of Dunwall.